Hallo, meine Lieben. Wie ihr seht, ich habe gerade einen Dundel an. Das zeige ich euch auch gleich genauer. Und zwar wurde ich mal wieder von der Firma angeschrieben, die mich auch letztes Jahr angeschrieben hat. Und zwar zur Karnevalszeit. Da habe ich ein Piraten-Outfit von denen gestellt bekommen. Und davon durfte ich ein Video machen. Und heute geht es um einen Dirndl für die Wiesen. Das durfte ich mir dann aussuchen bei denen und selbstverständlich mache ich mal wieder ein Video davon, weil ich liebe ja alles, was mit Karneval, mit Halloween und mit Dirndl, Trachten und sowas zu tun hat, weil ich gerne mal Dinge anziehe, die man nicht im Alltag trägt. Und ich finde das natürlich auch eine super Videoidee und ich danke natürlich auch wieder kostüme.com dafür, dass ich mal wieder etwas testen darf von euch. Bei dem Piratenkostüm war ich ja sehr angetan. Also es war ja wirklich ein sehr tolles Kleid. Das kann ich euch auch mal in die Infobox verlinken. Aber dieses Dirndl ist wirklich richtig schick. Also ihr werdet euch auch gleich selber davon überzeugen können. Ich habe ehrlich gedacht so, wer weiß, wie das so ist. Ne? Weil auch so ein Karneval-Discounter oder sowas und Dirndl sind ja immer so ein bisschen nicht so tolle Qualität. So, und ich habe es jetzt gerade gekriegt und ich bin wirklich sehr angetan davon, vor allen Dingen für diesen Preis. Ich kann euch das alles mal in die Infobox verlinken, den Shop und so weiter und so fort. Die sind auch bei Facebook. Und ich habe mir letztes Jahr ein Dirndl gekauft bei C&A für 100 Euro. Klar, das hat ist von der Qualität, also vom Material ist es ein bisschen fester. Allerdings die Corsagen ähnliche Sache, sage ich jetzt einfach mal so, ist trotzdem nichts Billiges. Also es ist kein Karnevalsdirndl oder sowas. Es hat wirklich gute Qualität. Es sitzt alles sehr gut. Ich hätte vielleicht auch noch eine Nummer enger nehmen können, weil hier passt noch ein bisschen was rein. Aber ich war halt so ein bisschen großzügig, weil ich halt so zugenommen habe. Habe mir lieber Größe 42 genommen, weil ich habe in Klamotten trage ich Größe 42, 44 mittlerweile. Und dann habe ich mir gedacht, komm, nimm lieber auf 44, weil so bei so Karneval-Discountern oder Karnevals Online-Shops weiß man ja nie. Und darum habe ich gedacht, komm, nimm lieber Größe 44. Leute, wenn ihr 42 habt, passt, denke ich, auch 42 gut. Weil ich habe jetzt auch diese Schnüre, die hier vorne sind, die habe ich jetzt auch richtig schön straff gezogen, weil ich hätte wirklich noch ordentlich Platz drin gehabt. Obwohl, Busen und so muss ja auch rein. Aber das passt alles. Aber ich wollte halt mit euch jetzt mal so ein Make-up wollte ich jetzt mit euch machen. Weil so mit so einem dunklen Make-up würde ich jetzt nicht so ganz zu den Wiesen gehen. Kann man natürlich auch. Aber da ich halt ein ziemlich farbenfroh, aber trotzdem traditionelles Dirndl mir genommen habe, wollte ich mich dann doch ein bisschen zurückhalten beim Augen-Make-up und vielleicht dann lieber rote Lippen oder so machen. Fangen wir an mit einer Creme, die hatte ich mal aus einer Busen, passt ja jetzt voll, Apotheke gekriegt und die nehme ich jetzt, die habe ich so in meinem Schminktisch drin, vorsichtshalber, wenn ich mal denke, ich habe zu wenig Creme aufs Gesicht. Die Kette ist übrigens nicht von diesem Karnevalsladen, die habe ich nämlich mir mal im Kleiderkreisel gekauft. So, ich würde nehmen eine CC-Cream, da nehme ich meine von Max Factor, die auch schon fast leer ist. Also zugekleistert will man ja auch nicht sein, ne? Boah, ich hoffe, ich versaue mich jetzt nicht. Legen wir mal ein Tüchlein hier drauf. Das ist immer schwierig, sich so zu schminken, weil man ja keinen Spiegel vor sich hat und auch keine Kamera, die, wo man so aus so spiegeln kann, wenn ihr wisst, was ich meine. Ein bisschen schwierig, macht sich das immer, also. Aber man muss sich ja zu helfen wissen. Ich habe das übrigens mit meinem Real Techniques Pinsel aufgetragen, mit dem Expert Face Brush, den mag ich sehr gerne. Jetzt kommt eine Augen-Eyeshadow Base, das ist die von Essence, die nehme ich dann immer, die Isle of Stage, finde die super. Das ist ja meine Lieblings-Eyeshadow Base. Weil die gleichzeitig auch so Fältchen und so blaue Schatten so ein bisschen verringert. Verringert ist gut, ihr wisst schon, was ich meine, abdeckt. Fingernägel habe ich auch schon rot lackiert, das ist aber jetzt reiner Zufall. Aber das passt halt zum Dirndl, weil die Schürze ist rot. Genau wie bei meinem anderen Dirndl fällt mir gerade ein. Ich habe jetzt insgesamt drei. Eyeshadow Base steht.
Und dann machen wir noch ein bisschen, ziehen wir die Augenbrauen ein bisschen nach. Am besten nehmen wir dafür die Anastasia Brow Pomade. Ich habe die Farbe Blond. Im Moment meine Augenbrauen ziemlich cool gezupft. Die hat endlich Marti mal so einen Bogen reingekriegt, was ich sehr cool finde. Endlich mal. Macht die sehr selten. Das muss ich mir normalerweise immer malen. Und das füllen wir nur ein bisschen auf, weil ich habe die ja gefärbt im Moment. Aber damit es halt ein bisschen mehr ist, ne? Machen wir da. Füllen wir die ein bisschen auf. So, ich sagte ja, ich möchte irgendwas Dezentes, aber trotzdem natürlich was Schickes haben. Und da hatte ich mir gedacht, nehme ich meine Lieblings-Eyeshadow-Cream. Und zwar ist das die Emma Belle von Chanel. Und ich liebe diese Farbe und diese Konsistenz. Die ist so richtig schön, wie mousseartig schon. Zoomen wir euch mal ein bisschen ran, ne, denke ich mal. Ich hoffe, das ist okay so. Schon eine schöne Farbe und dann gibt es halt so einen schönen Schimmer aufs Auge. Meine Nägel ist übrigens Aperitif von Essie natürlich. So ein bisschen ausblenden tue ich mit dem Make-up Factory. Eyeshadow Shadow. In der Farbe 16, ich weiß nicht, die hatte sogar einen Namen, aber ich kann euch nicht mehr sagen, welche. Aber das ist halt so ein ganz tolles warmes Braun. Dann nehme ich meinen Real Techniques, was ist das? Deluxe Crease Blush. Brush, nicht Blush. Und das gebe ich mir dann halt so hier ins äußere V und ziehe das halt schön in meine Crease, also in meine Lidfalte. Das verblenden wir dann mal ein bisschen mit so einem Zoeva Pinsel hier, das ist die 227er, so ein Blender, den mag ich sehr gerne. So, und wie ihr seht, das ist halt schon mal so ein dezentes Amu. Und das wollte ich jetzt noch aber trotzdem noch einen Ticken dunkler haben. Und da gehe ich dann mit meinem Rimmel-Lidschatten rein. Das ist die Farbe 33 Dusk, sieht der aus. Und da nehmen wir so einen von Zoeva auch wieder. Das ist halt so ein Pencil Brush. 230 heißt der. Und das geben wir dann halt nur aufs äußere V hier, damit das so ein bisschen mehr Tiefe hat, das Auge. Immer schön verblenden, das ist übrigens auch ein Zoeva, der 228er. Und mit dem Pencil Brush gehen wir natürlich, was heißt natürlich, aber da gehen wir halt auch noch ein bisschen am unteren Wimpernkant entlang, aber nicht komplett, sondern nur so. So ein Drittel vielleicht oder die Hälfte. Da ich halt einen Kajalstift drauf tun möchte, so in so einen naturfarbenen, gehe ich dann halt auch mit dem Q-Tip mal in meinem Auge rein und mache halt hier unten so ein bisschen die Wasserlinie so ein bisschen sauber. Außerdem hält der Kajalstift dann auch besser. Ist so ein kleiner Trick am Rande. Dann ziehen wir mal die Wasserlinie hier lang. Also ein heller Kajal unterstreicht nochmal, also macht das Auge nochmal optisch größer. So ein bisschen Eyeliner habe ich aber trotzdem Bock drauf. Dann nehme ich meinen Art Deco High Precision Liquid Liner. Der ist super, der Teil. Und da machen wir halt jetzt kein Wing-Zeug oder so, sondern einfach nur so ein bisschen, ist da so eine dünne Linie. Noch nicht mal so richtig Eyeliner, sondern wirklich nur ein bisschen die Wimpern verdichten in dem Sinne. Aber das hier ist jetzt auch ein dunkelbraun und kein schwarz, weil schwarz mir jetzt einfach zu hart wäre. Also meine Wimpern tusche ich dann jetzt mal mit der Lash Princess Mascara von Essence. Toll, seht ihr das? Oh, ich hasse das, ey. Ich hasse sowas. Dann gehen wir hier nochmal mit so einem, ich habe hier so eine helle Farbe. In dieser Palette gehe ich einfach nochmal rein und mit so einem, was ist eigentlich, Petite Crease von Zoeva, und dann gehe ich einfach nochmal so über die, unter die Augenbrauen und über den Eyeshadow und mache da noch ein bisschen, ja, so ein bisschen hell, ne, ihr versteht schon. Dann werden die Augen quasi fertig. Dann nehme ich den Maybelline Fit Me Concealer in der Farbe 10 und da mache ich so ein bisschen, wie ihr seht schon, meine Augenringe, ne. Ja, ich habe ja auch den ganzen Tag gearbeitet, ne, das darf ich auch haben. Und jetzt schminke ich mich komplett neu. So, dafür... Das war schlimm. Ihr wollt gar nicht sehen, wie mein Schminktisch dann nach so einer Aktion immer aussieht. Auf jeden Fall nehme ich mein Evelyn Eye und tupfe das so ein bisschen ein. Ist jetzt nicht so, dass das
dass meine Schatten dann komplett verschwunden sind, aber sie sind besser. Und mit den Resten gehe ich hier an den Nasenfalten dran vorbei, weil da habe ich voll oft noch so rote Stellen. Jetzt kommen so ein bisschen Kontur und Wangen. Und für die Kontur nehme ich meinen so ein Kabuki-Pinsel, ist da von Essence, und mein Taupe Blush. Und da gehe ich so ein bisschen rein und konturiere mein Gesicht ein bisschen, damit ich auch ja schlanker aussehe, als wie ich bin. Und hier unten, damit der Doppelkinn verschwindet. Bin ich ein bisschen am Schwitzen gerade. Mit dem Blush ist gerade so eine Sache, da habe ich irgendwie schon ein bisschen Bock auf was mehr Farbe. Und dann nehmen wir doch am besten mal mein NARS Exhibit. Und das ist natürlich ein voll krasses Rot. Da muss man aufpassen, echt höllisch aufpassen. Dann nehme ich am besten meinen Real Techniques Duo Fiber Brush, Face Brush. Ihr seht schon, da ist auch schon ein bisschen Farbe. Und ich gehe da nur kurz rein und mache dann so. Sieht man was? Ich kann das schlecht sehen gerade. Aber schon, ne? Sieht man was auf jeden Fall. Aber da der halt oben so kleine, feine Borsten hat, wenn denselben habe ich ja noch als normal. Das ist der normale, der ist ein bisschen dicker gebunden und der hier hat halt oben so feine Haare. Normale sind die weiß, aber die sind halt jetzt rot. Da nimmt er halt nicht ganz so viel Farbe auf, was ich echt gut finde. Viele haben gesagt, oh, der ist scheiße, ich finde den gar nicht scheiße, ich finde den gut. So ein bisschen Highlight wollen wir ja trotzdem. Dann nehme ich mein MAC-Trio-Ding hier. Und wo habe ich denn mein... Hier ist mein Pinsel schon. Das ist so einer von Evelyn, so ein Fächerpinsel. Dann gehe ich natürlich nur hier oben in dem Highlight rein. Und dann setze ich mir noch so ein Highlight. Geil, das ist geil. Nehmen wir noch meinen von P2. Das ist dieser Brave and Beautiful LE Highlighter. Und der ist super. Schaut mal, den benutze ich auch ständig. Und da gehe ich mit den Fingern rein und dann mache ich hier einen auf diesen und dann hole ich noch ein bisschen Creme raus. Und jetzt kommen die Lippen. Da wollte ich ja rot nehmen, ne? Und da nehme ich am besten erst mein MAC Brave, ist das glaube ich, ne? Heißt der so? Ne, Brick. MAC Brick Lip Liner. Ich habe eigentlich Bock auf Russian Red, aber ich weiß es nicht. Doch, ich glaube schon. Ausmalen. Dann hält der Lippenstift nicht länger. Tada! Jetzt kommt MAC Russian Red drüber. Dieses ultra geile Rot, was immer geht. So, und damit das besonders lange hält und so, ne, machen wir dann noch das P2 Perfect Face Prep and Fix Spray darüber. Das riecht so lecker nach Grapefruit. So. Und eigentlich kann ich keine Haare flechten. Ich kann wirklich keine Haare flechten. Ich mache mir die ja immer so normal runter. Aber das kommt beim Oktoberfest, glaube ich, nicht so cool. Man muss da schon irgendwas drauf haben. Und ich versuche jetzt einfach mal irgendwas. Ich habe keine Ahnung was, aber machen wir alle hier rüber. Und mit einem Bobpin stecken wir das dann mal so hier hinten so ein bisschen locker fest. Keine Ahnung, ich habe echt keine Ahnung, wie man sowas macht, ne? Einfach ganz normal runterflechten. Ich kann sowas echt nicht. Ich bin da... Ich muss, wenn ich zu so Volksfesten gehe, muss ich mir tatsächlich von irgendeiner Freundin immer die Haare... flechten lassen. Ich hatte so ein ganz, ganz kleines Haargummi, die habe ich mir aus New York mitgebracht, aus Harlem, aus dem gefährlichen Ghetto. Und die gibt es aber auch mittlerweile bei DM und sowas. Und dann mache ich die hier so rein. Ich weiß gar nicht, ob das gut aussieht gerade, aber naja, sehen wir gleich, ne? So. Das passt schon. Ja, so ein paar Worte noch zu dem Shop. Boah, es ist gerade voll dunkel geworden. Ich finde, es ist astrein. Also das letzte Mal hat es
2 Tage gedauert, oder ich glaube, der eine Tag habe ich Bescheid gesagt, was ich möchte, und dann war am nächsten Tag da. Diesmal hat es 2 Tage gedauert, weil das Wochenende dazwischen war, und ich kann da nichts Negatives sagen. Ihr solltet euch die Internetseite mal anschauen, wenn bei euch so eine Motto-Party ansteht, jetzt zum Beispiel zu den Wiesenzeiten. Am Wochenende fangen ja die Wiesen an, in München. Es gibt ja auch die Vasen, aber es gibt auch noch diverse Oktoberfeste, die dann halt wirklich in den kleinen Städten, hier zum Beispiel am Rhein oder sowas, halt tatsächlich erst im Oktober anfangen. Es gibt halt Motto-Partys, wo man Dirndl anziehen kann. Es gibt aber auch andere Motto-Partys, wo ihr wirklich alle, ihr findet wirklich super viele Sachen da. Also deswegen, wenn ihr sowas sucht, dann würde ich da echt mal nachgucken. Und ja, ich habe zum Beispiel noch so ein kleines Gimmick noch dazu gekriegt, weil ich frech gefragt habe, und zwar habe ich noch eine Tasche für die Dirndl gekriegt, und zwar wird die jetzt leider nur mit Klettverschluss zugemacht, dass ich dann immer so ein bisschen ängstlich bin ich da, ja, aber ich finde die Tasche total süß, weil sie halt aussieht wie eine Lederhose und mit einem Edelweiß hier vorne dran, das finde ich auch sehr süß. Die Träger kann man halt verstellen. Und ja, sehr, sehr süß gemacht. Und hier an der Seite gibt es dann halt auch nochmal so kleine Täschchen, wo man dann vielleicht dann das Geld reintun sollte und nicht oben, wo dann direkt jeder reingreifen kann. Die könnt ihr natürlich so quer über die Brust tragen, wo ihr euch natürlich euer ganzes Dekolleté mit versauen würdet. Aber ihr könnt die natürlich auch so tragen. Ich weiß nicht, ob man sich die halt auch um die Hüfte binden kann, dass sie halt hier so... Da muss man einfach mal schauen, wie man die Hand habt oder so, ne? Aber ich finde die super süß, weil die ist halt auch aus so einem ganz weichen, kuscheligen Material. Und im Endeffekt hat dieses Outfit-Dirndl hat unter 60 Euro gekostet mit Tasche. Und das finde ich wahnsinnig toll. Also die Schürze, die besteht halt wirklich aus so einer Schürze, die kann man hier in der Mitte, sind halt so Bänder, da könnt ihr halt zuziehen, damit ihr halt dieses Dekolleté hier kriegt, wie es halt auf den Wiesen so üblich ist, habt, ne? Und dass es halt schön ausgeschnitten ist. Was ich auch sehr süß finde, sind halt diese Rüschen, die halt hier so noch dran sind. Die Bluse, die geht halt nicht so, dass man das so runterziehen kann, weil da ist der Kragen, würde halt überhaupt gar nicht funktionieren. Und die Schürze hat halt so Ärmelchen, was ich sehr süß finde. Und dann, die ist halt auch noch mit Gummizug, also man könnte da auch noch dickere Arme haben und es wäre trotzdem noch okay. Und was ich auch, und das würde nicht einschneiden, das wollte ich sagen. Und was ich auch süß finde, ist, dass es so leichte Puffärmelchen sind, weil das halt so bei der Tracht halt so schon so ist. Also habe ich jetzt im Internet auch gesehen und sowas. Was ich auch sehr süß finde, ist, dass das Dirndl hier in der Mitte so hoch geht, weil das hat schon was, das sieht schick aus. Das werdet ihr auch gleich im Ganzen sehen. Und ja, die Bluse ist natürlich ein Einteiler, die zieht er ja extra darunter an, die gibt es auch so dazu. Also ihr könnt euch keine andere Bluse dazu aussuchen. Diese Bluse gehört halt zum Dirndl. Also, und es gibt auch keine anderen Dirndl, wo andere Blusen sind, nur halt diese typischen Karnevalsdirndl, die wirklich... Also ich mag die nicht. Also, und vor allen Dingen diese Karnevalsdirndl, die kosten 25 und das hier hat jetzt 40 Euro gekostet. Das war, glaube ich, reduziert von 80 oder 90 auf 40, 39,95 € für ein schickes Dirndl mit Bluse. Hallo, voll toll. Und die Tasche, die hat nochmal 15 Euro extra gekostet. Also danke nochmal dafür, dass ihr mir das zur Verfügung gestellt habt. Die Kette, wie gesagt, ist nicht von dort. Allerdings gibt es auch Accessoires dort, die man sich so anschauen kann. Also so Brezeln und sowas habe ich gesehen. Also wenn ihr noch ein Oktoberfest-Outfit braucht, schaut da mal rein. Klar, es gibt auch Amazon oder sowas und so, aber da habe ich noch nie eins geholt. Hier kann ich euch sagen, die Passform ist super, kann man halt nichts falsch machen. Versand war auch top, wie beim letzten Mal auch, kann ich nichts Falsches zu sagen. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal mein Outfit und ich hoffe, dass Wetter bzw. das Wetter spielt nicht mit, es regnet nämlich komplett, aber dass das Licht halt noch einigermaßen okay ist, dass ich euch mitnehmen kann, kurz auf dem Balkon, um euch das Dirndl zu zeigen.